Andi Reis, Nummer 5 des TSV Steine, hat einen 0:1 Rückstand eben wettgemacht. Es steht also 1:1 in Sätzen. Hoffe, er kommt ganz gut ins Spiel. Spiel auf Augenhöhe. Norbert Speckner mit Kommentaren, mit denen man sich sehr beliebt machen kann, wenn zwei Netzroller im Spiel waren. Angeblich gleicht sich das ja alles aus mit den Netzrollern. So ganz stimmt es nicht, das hängt von der Spielweise ab, die man hat. Wenn jemand so viel Vorwärtsrotation spielt, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball dann, wenn er ans Netz geht, auch noch überrollt. Etwas höher als bei jemandem, der gerade einen Unterschnitt spielt. Ja! Keiner kann einen Netzroller absichtlich spielen. Das geht nicht. Selbst wenn man möchte. Bleiben diese Bälle eben immer Glückssache und das Glück kümmert sich überhaupt nicht dran, wer es gerade verdient hat und wer nicht. Und das Tegernheimer bringt das gleich. Und er hat den Vorteil, er darf jetzt servieren. Ja.
diesmal Sprint dabei von Andy Reis. Vom weißen Netzkante ins Aus. Satzball für Tegen an. Jo! Eigentlich ein guter, ein überraschender Aufschlag. Andy Reis hat aber nicht so gut reagiert. 10-10. Etwas zu passiv. Eins gegen Andy Reis vom TSV Stahl.